Wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Teil beim Tutorial Town of Salem. Wie immer der Hinweis, zusammen mit Giacomo vom Channel Lieber Kate. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch eine Liste mit den entsprechenden Folgenaufteilungen, wer übernimmt welche Rolle, und eine Playlist wird dort verlinkt sein, damit ihr schneller an die einzelnen Rollen kommt. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Doktor. Er gehört natürlich zu den Town Protectives, das heißt, ihr könnt anhand der Rollenliste schon mal überlegen, kann es einen Doktor geben oder nicht. Der Doktor als solches kann Personen in der Nacht heilen, das ist sein Ziel, und er hat auch einmal die Möglichkeit, sich selbst zu heilen, wenn er überlegt, ich werde wahrscheinlich ein Ziel sein. Er bekommt eine Nachricht, ob er jemanden geheilt hat, das heißt, wenn jemand sagt, ich wurde geheilt und ihr habt es nicht gemacht, solltet ihr das vielleicht im letzten Willen festhalten. Er heilt Attacken vom Bodyguard, Vampire, Hunter, Veteran oder Vigilante. Das heißt, ihr könnt dadurch auch Bösewichte heilen. Angriffe von der Mafia, vom Serial Killer heilt ihr ebenfalls, auch von Vampiren. Ihr könnt sogar vor dem Werwolf schützen. Wenn ihr das macht, geht allerdings ihr drauf, das heißt, ihr werdet sterben. Ihr gewinnt zusammen mit anderen Townspielern und natürlich mit den Survivern, weil die überleben müssen. Die Resultate für den Sheriff, Investigator und Consigliere. Wenn ihr untersucht werdet, sagt der Sheriff, dass ihr nicht verdächtig, sprich not suspicious seid. Der Investigator erkennt euch als Doktor, Disguiser oder Serial Killer. Der Consigliere weiß, dass ihr Doktor seid. Ihr könnt einen Bodyguard heilen, der sonst beim Beschützen seines Targets gestorben wäre. Das heißt, dadurch ist eine Bodyguard-Doktor-Kombination möglich, die sehr stark ist, weil der Bodyguard tötet und ihr heilt ihn dabei. Wenn ihr euch beschützt, habt ihr ein richtig schönes Band erschaffen. Ähnlich der Doktor-Doktor-Kombi kann eigentlich nur unterbrochen werden durch einen Konsort oder Escort, durch eine Hexe, wenn Transporter dazwischen funkt oder wenn einer gejailt wird. Das heißt, wenn ihr jemanden heilt und es hieß, starb durch einen Bodyguard, wisst ihr eigentlich, dass ihr den Bodyguard geheilt haben müsst mit hoher Wahrscheinlichkeit. Anwispern sagen, hier, so lief das ab, machen wir eine Combo und dann kann das gut laufen. Allerdings, ihr könnt nicht alles machen, wie jeder Doktor habt auch ihr Schwächen. Ihr könnt den Tod durch den Jailer nicht verhindern. Arsonisten könnt ihr auch nicht verhindern, das heißt, wenn jemand verbrennt, sowie die Schuld des Jesters könnt ihr auch nicht verhindern, dass dadurch jemand sterben wird. Gleiches gilt beim Selbstmord. Der Vigilante, der einen Townie erschossen hat, wird sich immer umbringen, auch wenn ihr ihn heilen wollt. Und ihr könnt natürlich nicht verhindern, dass Lever sterben werden. Das ist auch möglich. Nächstes Manko. Ein Vivita Mayer kann nicht von euch geheilt werden. Jedoch, wenn durch einen letzten Willen jemand als Mayer in Anführungszeichen confirmed wird, geht auf ihn. Solange er nicht die Sonne gedrückt hat, könnt ihr ihn immer noch heilen und beschützen. Wen sollte man überhaupt heilen? Natürlich wiederbelebte und hundertprozentige Townies, wie zum Beispiel ein bewährter Jailer, Investigator oder auch Lookout. Die sind immer wichtig. Sollte es einen Lookout geben, könnt ihr schön eine Kette bilden, das heißt euch absprechen. Mal heilt ihr den Jailer, der Lookout beobachtet euch, mal heilt ihr den Lookout, der Lookout beobachtet den Jailer und dergleichen. Da sind dann Absprachen wichtig. Aufpassen! Spy-Test heißt nicht gleich Spy, es könnte ein Blackmailer sein, also eventuell vielleicht einmal heilen und durch einen Sheriff überprüfen lassen, denn wenn er Town ist, ist ein Spy ebenfalls nützlich und er sollte geheilt werden. Ein paar kleine taktische Schmankerl, ihr könnt, wenn ihr jemanden heilt, im Normalfall damit ausschließen, dass sie Mafia sind. Ja, die Mafia kann nicht sich selbst attackieren, das heißt, wenn jemand geheilt wurde und ihr wisst, es gibt keine Hexe oder so, kann diese Person, wenn es keinen Mafia-Kill gab, keine Mafia sein oder der ähnliches. Das heißt, Ausschlussverfahren ist möglich. Des Weiteren solltet ihr euch vielleicht mit einem Veteran absprechen, damit er die Inert spart. Wenn ihr seht, ein Investigator rennt zu einem Veteran, im letzten Willen ist verfasst, der Name steht da, anwispern und sagen, hier, ich bin Doktor, spar deine Alerts, ich heile dich so lange. Das sind eigentlich so ein paar grundlegende Dinge. Ich hoffe, es hilft euch wie immer und ich hoffe, ihr werdet Spaß haben bei Town of Salem. Wenn ihr Fehler oder irgendwelche Fragen habt, also nicht Fehler habt, sondern Fehler gefunden habt oder irgendwelche Fragen habt, einfach Bescheid geben. Ich werde dann versuchen, darauf zu antworten.
natürlich auch andere, die es vielleicht lesen und es schneller bemerken. Bis dahin, schönen Tag und ciao Leute!